Die Deutschen werden immer dicker. Jeder vierte Erwachsene ist mittlerweile fettleibig. Viele der Betroffenen schaffen es nicht aus eigener Kraft abzunehmen und sehen den einzigen Ausweg in einer Magenoperation. Dabei wird das Volumen des Magens um 80 bis 90% verringert, was etwa dem Fassungsvermögen einer Banane entspricht. Was steckt hinter der steigenden Zahl der Operationen? Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sie sich verfünffacht. Im Bereich von diesen Magenoperationen haben wir eine Zeit hinter uns, wo diese Kliniken wirklich aus dem Boden geschossen sind wie Pilze. Wie groß ist der gesellschaftliche Druck, Gewicht zu verlieren? Und sind Operationen wirklich die letzte Lösung für Adipositas? Patrick hat schwer zu tragen. Er wiegt 160 Kilogramm. Ein Maßband von 1,50 Meter passt nicht mehr um seinen Bauch. Das war nicht immer so, im Gegenteil. 10 Jahre seiner Kindheit und Jugend war er in Halle Leistungssportler beim Eishockey. Doch dann der Bruch. Sein geliebter Verein geht pleite. Statt abzutrainieren, nimmt er zu. Wechselnde Jobs als Kaufmann, Lebensmitteltechniker und Schulsekretär. Er wird gekündigt, nichts will so richtig klappen. Aber Essen geht immer, mit Folgen. Halt die Ausdauer halt, ne? Das ist halt, man ist halt nicht mehr ganz normal unterwegs wie jeder andere Mensch, der sagt, hey komm, wir nehmen jetzt uns einen Ball und spielen jetzt Fußball oder gehen auf den Basketballplatz. Das geht halt nicht. Also ich kann das schon machen, ja, aber dann merke ich halt innerhalb von 5 Minuten, ich bin platt. Und dann wird er krank. Bluthochdruck, Krampfadern. Die Medikamentenliste ist lang. Patrick erleidet 7 Thrombosen. 2 Operationen hatte ich gehabt, zwecks meinen Krampfadern, die ich habe im Bein. Und nach einer Operation kam ein Arzt mit einer roten Karte zu mir und hat gesagt, die müssen Sie sich jetzt bitte einstecken. Wir konnten sie nicht beatmen. Die haben halt den Beatmungsschlauch irgendwie nicht reingekriegt. Dieser Rachen, der war halt zu gequetscht halt durch die Dicke und allen möglichen. Das ist für den 28-Jährigen das Schlüsselerlebnis. Er will so nicht weiterleben, will noch eine Operation. Aber diesmal eine, die sein Leben verändern wird. Eine Magen-OP. Bei einer Magenoperation wird ein Magen-Bypass angelegt oder, wie hier, für einen Schlauchmagen ein großer Teil des Magens entfernt. Dessen Volumen reduziert sich vom Fassungsvermögen einer 1,5-Liter-Flasche auf die Größe einer Banane um bis zu 90%. Das Ziel? Der Patient nimmt weniger Nahrung zu sich und verliert Gewicht. Schon heute sind in Deutschland übergewichtige Menschen in der Mehrzahl. Jeder Fünfte ist adipös, also so übergewichtig, dass Gesundheitsprobleme auftreten. Das sind 16 Millionen Menschen. Und schon bei Kindern tritt inzwischen vermehrt Adipositas auf. Anja Hilbert ist Verhaltenspsychologin an der Universität Leipzig. Sie sagt, viele Faktoren können Adipositas auslösen, bis hin zu psychischen oder hormonellen Ursachen. Und es trifft immer wieder sozial schwache Menschen. Das heißt, das sind häufig Menschen betroffen, die wenig Bildung haben, das heißt auch wenig Ernährungs- und Bewegungs- oder Gesundheitswissen und auch Menschen, die wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben und es sich auswählen können, wie sie sich beispielsweise ernähren und bewegen. Es kann aber jeden treffen. Franziska ist alles andere als ungebildet. Dick und doof ist nur eins von vielen Vorurteilen, mit denen sie häufig konfrontiert wird. Die alleinerziehende Mutter hat 2 Ausbildungen geschafft, immer gearbeitet. Doch bei ihrem letzten Job im Callcenter erlitt sie einen Zusammenbruch. Die Hallenserin sagt von sich selbst, sie habe eine Diätkarriere hinter sich. Es frustriert, wenn man merkt, man schafft es nicht, aus eigener Kraft abzunehmen. Teilweise sind auch Beziehungen daran kaputt gegangen. Und man hat einfach um Zusammenleben als Familie gemerkt, dass die eigene Unzufriedenheit sich halt auch auf die anderen widerspiegelt.
Es ist schon schwierig, einen Mann zu finden, der einen als Menschen so akzeptiert, wie man ist. Einige haben Angst, oder nicht Angst, aber haben ein Problem, sich vielleicht auch zu zeigen mit einer dickeren Freundin, sag ich mal. Was sie auch probiert. Sie sieht sich spöttischen Blicken schlanker Menschen ausgesetzt. Sport allgemein zu machen, fällt mir wahnsinnig schwer, mit meinem Kind was zu unternehmen. Oder auch einfach mal einen Besuch im Freizeitpark. Dass man Angst hat, wenn man in einem Fahrgeschäft sitzt, dass der Bügel nicht zugeht, weil man einfach zu dick ist. Solche Sachen. Also eigentlich ist die Angst, dass was schief läuft, alltäglich. Es gibt immer kleine Momente, wo man denkt, passt das jetzt, funktioniert das mit meinem Gewicht? Aktuell wiegt Franziska 130 Kilo. Ihr Wunschgewicht sind 70, also 60 Kilogramm weniger als jetzt. Dieses Ziel will auch sie mit einer Magen-OP mittelfristig erreichen. Und sie wünscht sich etwas, das für andere im Alltag selbstverständlich ist. Ein ganz großer Wunsch ist, in Stiefel reinzukommen und nicht nur reinzukommen, sondern sie auch komplett zuzubekommen. Das habe ich noch nie in meinem Leben geschafft und das ist ein Wunsch, den ich mir gerne erfüllen möchte, mal Stiefel zu tragen, die denn auch schön sind und auch zugehen. Tochter Selina ist ihre größte Motivation. Und wenn ich wieder da bin aus dem Krankenhaus, dann hilfst du mir immer schön mit, oder? Ja, ich verwöhne dich. Beide wünschen sich, dass sie nach der Operation mehr zusammen unternehmen können. Dass es dir besser geht und dass sie dann immer mit mir Sport machen kann. Dass wir draußen an der frischen Luft sind. Franziskas weitere Motivation ist die Adipositas-Selbsthilfegruppe. Einmal im Monat treffen sich Gleichgesinnte im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle. Allesamt belastet durch ihr Gewicht, auch psychisch. Leidensgenossen sozusagen. Also hier ist jeder willkommen, ob er sich operieren lassen möchte, ob er mal reinhören möchte, ob er konservativ abnehmen möchte. Es geht hier um die Betroffenheit mit dem Übergewicht. Das soll ja an erster Stelle stehen. Elke hat die Gruppe vor Jahren gegründet, denn der Bedarf ist da. Ja, wir passen überhaupt nicht in die Norm. Weihnachten wird in jeder Zeitung von tollen Rezepten berichtet. Und am 1. Januar sind die Zeitungen voll Diäten. Und das Schönheitsideal sind 38 minus. Und jeder, der drüber ist, da wird man manchmal schon in Geschäften, naja, aber für sie haben wir hier nichts. Also ab Größe 42 entspricht man schon nicht mehr dem Ideal. Das Schlankheitsideal ist vor allem in der Werbung allgegenwärtig. Schlank gilt als schön, erfolgreich und gesund. Dicke Menschen setzt das zusätzlich unter Druck. Ihnen werden überdurchschnittlich oft negative Stereotype zugeschrieben. Faul seien sie und undiszipliniert. Das macht es vielen Betroffenen schwer, sich selbst zu akzeptieren. 75% aller Deutschen haben Vorurteile gegenüber dicken Menschen oder widersprechen diesen zumindest nicht. Es ist das am meisten akzeptierte soziale Stigma in unserer Gesellschaft. Gegen solche Vorurteile kämpft Nathalie Rosenke. Die Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung kritisiert, dicke Menschen würden permanent dazu gedrängt, ihr Gewicht zu manipulieren. Selbst Ärzte seien nicht unvoreingenommen. Sie schöben Gesundheitsprobleme dicker Menschen erstmal auf deren Gewicht. Wir haben tatsächlich so Diskriminierungsfälle von Frauen, wo die Schwangerschaft, ich glaube im 8. Monat war das tatsächlich, erst erkannt wurde. Oder wir haben auch Situationen gehabt, dass Tumore nicht erkannt wurden, die dann tatsächlich Kindskopf groß waren. Die Folge ist einfach ein massiver Vertrauensverlust. Und das bedeutet natürlich, dass dicke Menschen unheimlich spät auch zu Vorsorgeuntersuchungen und Ähnliches gehen. Und das heißt einfach, diese Diskriminierung gefährdet dicke Menschen gesundheitlich. Auch Patrick hat Diskriminierung erlebt. Ihn motiviert das einmal mehr, Gewicht zu verlieren. Aktiv bereitet er sich auf seine Magenoperation vor. Unter anderem mit Wassergymnastik.
Ein Pflichtprogramm, bezahlt von der Krankenkasse. Für Patrick heißt das Sportkurs, einen Ernährungsberater aufsuchen und einen Psychologen. Schön aufsetzen und joggen, schön Gleichgewicht. Bisschen weiter durchziehen, nicht drauflegen, du bist nicht auf der Couch. Eigentlich sollen solche Programme den Patienten helfen, ohne Operation dauerhaft abzunehmen. Doch das schaffen gerade mal 10%. Durchs Wassergymnastik habe ich jetzt 5 Kilo schon abgenommen. Und in welchem Zeitraum? In welchem Zeitraum? Vom halben Jahr. Das Problem ist, das Gewicht zu halten. 90% der Betroffenen nehmen später wieder zu, teilweise mehr als vorher. Die Krankenkassen aber zahlen in der Regel nur für kurzfristige Programme, obwohl Experten deren Nutzen anzweifeln. Man weiß, dass halt eine langfristige Betreuung umso besser wirkt und eigentlich notwendig ist. Die Adipositas ist eine chronische Gesundheitsstörung. Man kann sie nicht einfach durch eine 4- bis 6-monatige Therapie ohne Nachsorge behandeln. Diese Versorgungslücke füllen die Chirurgen. Denn wo konservative Programme keinen Erfolg bringen, hilft meist nur noch die OP. Patrick wird sich am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle operieren lassen. Der Mut ist halt, dass ich halt ein neues Leben beginnen kann wieder. Also, dass ich dann auch Menschen zeigen kann, die mich, sage ich jetzt mal, kritisiert haben, dass ich auch anders kann. Dass ich halt auch sagen kann, ich kämpfe dafür, dass ich halt wieder normal werde. Ziel der OP ist nicht nur der Gewichtsverlust. Mit den Kilos sollen auch die Begleiterkrankungen der Adipositas verschwinden, sagt Patricks Chirurg Dr. Daniel Schubert. Entscheidend für den Erfolg ist die aktive Mithilfe des Patienten. Die Operation an sich, die wir anbieten, ist ja letztendlich nur, wenn man so will, der Dosenöffner. Das heißt, das Resultat zu halten, auch auf Dauer zu halten, erfordert vom Patienten natürlich auch einiges. Und dieses Pflichtprogramm im Vorfeld ist etwas, was schon mal den Patienten definiert, der formal vom Willen von dieser Operation profitieren wird. Patrick ist entschlossen, das zu schaffen. Auch Franziska glaubt, dass sie das schaffen kann. Sehnsüchtig hat sie auf diesen Tag gewartet. Nun ist er da. Ihr OP-Termin im Diakoniekrankenhaus in Halle. Ihre Freundin Marie ist ihr Vorbild. Marie hat selbst sehr viel abgenommen, allerdings ohne Operation. Geht alles gut und danach ich dann weggebeamt bin und den nicht mehr mitkriege. Und dann erstmal nur noch Wasser und Suppe und Brei. Aber naja, es macht mehr. Man weiß auch, für was man es macht. Wenn die ersten Kilos purzeln, ja, muss shoppen. Genau. Einkaufen gehen. Muss man einkaufen. Die Operation soll und wird ihr Leben verändern. Das ist Franziska im Krankenhaus noch mal richtig bewusst geworden. Die Nacht war sehr kurz. Man hat sich dann doch schon so seine Gedanken gemacht, ja, wie der Ablauf ist. Jetzt wirken die Tabletten ganz gut, aber innerlich doch bin ich ganz schön aufgeregt und gespannt, wie es dann nachher wird. Franziska will viel. 50 Kilo verlieren in einem halben Jahr. Das wäre schon mehr, als Experten für realistisch halten. Die Erfahrung zeigt, dass Patienten auf lange Sicht nur 30% Gewicht verlieren. Ein Vorteil der OP: Begleiterkrankungen klingen meist ab. Ohne Risiken, so der leitende Oberarzt Dr. Frank Weidmann, ist der Eingriff allerdings nicht. Im Grunde genommen sind die nicht anders als bei anderen Operationen. Ne? Nur dass bei adipösen Patienten schwere Komplikationen im Wesentlichen gravierender sind. Ne? Wenn so eine Klammernaht hier zum Beispiel nicht hält, ne? Das wäre eine gravierende Komplikation. Das führt ja dann entweder zum Abszess bis hin zur Bauchfellentzündung. Ne? Und das ist immer eine lebensbedrohliche Situation. 3 Stunden wird diese Operation dauern. Am Abend sendet uns Franziska ein Selfie aus dem Aufwachraum. Operation geglückt. Abhängig vom Schwierigkeitsgrad kostet eine Magenoperation zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Viel Geld, weshalb die Krankenkassen die Zahl der OPs möglichst begrenzen wollen. Patienten müssen deshalb nachweisen, dass sie selbst nicht dauerhaft abnehmen können. Sie müssen psychisch stabil sein. Nebenwirkungen sind möglich und sie müssen dauerhaft Medikamente nehmen. Aktivistin Nathalie Rosenke hingegen beklagt, die OPs würden zu leichtfertig vergeben.
Patienten nicht genügend über Nebenwirkungen und Folgen aufgeklärt. Magen-OPs würden in Deutschland inzwischen als Allheilmittel vermarktet. Mir persönlich ist in meinem Leben dreimal eine Magenoperation angeboten worden, ohne dass ich selbst gefragt hätte. Und ich war wirklich erschreckt, wie wenig nachgefragt wurde. Es wurde nicht nach der Geschichte meines Gewichts gefragt. Es wurde nicht im Gespräch so ein bisschen abgefühlt, wie geht es mir psychisch gerade? Komme ich vielleicht aus einer traumatischen Situation? Und da kommen dann schon wirklich Zweifel auf. Und die Darstellung ist teilweise sehr, sehr verklärt ins Positive. 2016 gab es 12.376 Adipositas-Operationen in Deutschland. Ihre Zahl hat sich innerhalb von 10 Jahren verfünffacht und immer mehr Kliniken bieten Magen-OPs an. Aber nur jede sechste dieser Kliniken ist ein zertifiziertes Kompetenzzentrum. Die Häuser investieren in spezielle Ausrüstung für schwergewichtige Patienten. Weil sich mit den OPs gute Einnahmen erzielen lassen, müssen sie sich immer wieder gegen den Vorwurf der Geschäftemacherei wehren. Alle Technik aber kann nichts ausrichten, wenn der Patient nicht genügend auf den Eingriff vorbereitet ist. Denn entscheidend für den Erfolg ist der Kopf. Manche Patienten, längst nicht alle, aber manche kommen mit der Erwartung, die bariatrische OP, das ist ein Quickfix für alle meine Probleme, die ich habe mit mir selber, Körperbild, Selbstwert, mit meinen Mitmenschen. Endlich bin ich dann wieder attraktiver und finde dann auch wieder eine Arbeit. So einfach ist das häufig nicht. Zum Beispiel besteht die Gefahr, dass die Patienten ihre Esssucht durch eine andere Sucht ersetzen. Das droht in 5-10% aller Fälle. Mit der OP fällt das Essen weg. Und es gibt Beispiele, dass Alkoholsucht leider auch dann kommt, Kaufsucht auch kommen kann. Und was ich bemerke, ist Sportsucht. Jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Und das hat fast einen Suchtcharakter. Doch, das gibt es. Es gibt Suchtverlagerung. Thomas zum Beispiel sagt von sich selbst, er sei süchtig nach Sport. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht im Fitnessstudio ist. Aber er sagt auch, solange das nicht seiner Gesundheit schade, lebe er viel besser damit als vor seiner Magen-OP. Die ist 2,5 Jahre her. Da wog er 226 Kilo, hatte Bluthochdruck, Diabetes und eine Kniescheibe validiert. Er passte schließlich nicht mehr hinters Lenkrad als Lkw-Fahrer, war körperlich und psychisch am Ende und an Sport war nicht zu denken. Sage und schreibe 105 Kilo hat er seit der Operation abgenommen. Das heißt, ich kann jetzt viel laufen, ohne Schmerzen zu haben. Ich kann Treppen steigen, ohne Schmerzen zu haben. Also meine Bewegung ist quasi komplett wiederhergestellt. Dennoch hatte Thomas auch mit Enttäuschungen zu kämpfen. Man darf sich nicht darauf versteifen, dass man von Woche zu Woche immer abnimmt. Ja, so. Mein erster Rückschlag war eigentlich der, als ich mal 2 Kilo wieder zugenommen habe. Wir reden hier wirklich von 2 Kilo, wo ich mal gesagt habe, was machst du verkehrt? Rückschläge hat er überwunden. Was bis heute geblieben ist, sind Ängste. Man träumt abends davon, zum Beispiel wieder dick zu werden. Man träumt davon, irgendwo zu sitzen, irgendwas in sich reinzuschaufeln, was du gar nicht möchtest. Ja, weil das sind alles Dinge, die beschäftigen dich. Damit Adipositas-Patienten mit solchen Ängsten nicht allein gelassen werden, ist eine kontinuierliche medizinische Begleitung nach der OP wichtig. Doch diese Nachsorge ist ein großes Problem. Da ist Deutschland eigentlich schlecht bis gar nicht aufgestellt. Ne? Es fehlt da an allen Ecken und Enden. Traditionell gibt es viel zu wenige Psychologen. Das betrifft andere Erkrankungsbilder ja auch oder Psychotherapeuten. Und es fehlt auch in einer entsprechenden Kostendeckung für diesen Prozess der Nachsorge. Das beklagen sogar die Krankenkassen. Der Versorgungsreport Adipositas der DAK bemängelt eine deutliche Unter- und Fehlversorgung und hohe Zugangshürden für die Betroffenen. Eine strukturierte Grundversorgung sei kaum vorhanden,
eine vernichtende Kritik. Paradoxerweise tun die Kassen aber nichts, um das zu ändern. Zumindest aus Sicht von Betroffenen wie Ilona. Oft werde Geld für das Falsche ausgegeben. Bin ich zu einer Kur geschickt worden mit 100 und über 50 Kilo. Und dann wollte ich auf die Geräte gehen, zum Sport machen. Da dürfen sie nicht drauf. Das ist nur bis 120 Kilo. Da haben sie mich dann mit meinen über 150 Kilo zum Nordic Walking geschickt, was ich natürlich nicht leisten konnte. Am Ende sah Ilona nur noch einen Ausweg, eine Klage, um eine Magen-OP bewilligt zu bekommen. Denn ihre Kasse weigerte sich hartnäckig, dafür zu zahlen. Ich habe eine 10-jährige Odyssee hinter mich bringen müssen, da ich mehrere Anträge gestellt habe und die immer abgelehnt wurden. Und dann blieb mir nur übrig, vor Gericht zu gehen. Mit Erfolg. In den allermeisten Fällen urteilen deutsche Gerichte im Sinne der Kläger. Und die Zahl der Klagen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Doch nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Denn wer die Magen-OP gemeistert hat, dem stehen häufig noch weitere Operationen bevor. So bei Thomas. Er hat 105 Kilo abgenommen. Doch seine Freude wird getrübt durch Haut, die sich nicht automatisch beim Abnehmen zurückgebildet hat. Also überschüssige Haut, die runterhängt. Die Masse, die vorhanden war, das ist ja wie so ein Luftballon. Wenn du bei diesem Luftballon die Luft rauslässt, ist er auch nicht mehr glatt. Im Klinikum Bergmannstrost in Halle kann man überschüssige Haut entfernen lassen. Das Problem, diese OPs werden noch seltener von Kassen bezahlt als Magen-OPs. Der Grund, sie gelten als Schönheitsoperationen. Bei Thomas hat die Krankenkasse die Haut-OP am Bauch genehmigt. OPs an Brust, Beinen und Armen will er später auch noch beantragen. Alles auf einmal geht sowieso nicht. Das sind große Operationen, die mehrere Stunden benötigen, reine Operationszeit mit einem großen Team und gehen immer mit einem hohen Risiko für Wundheilungsstörungen, Nachblutungen einher. Also das ist keine kleine ambulante Operation, wo man dann morgens in die Klinik geht, am Abend wieder rausgeht, sondern das ist schon mit einem hohen operativen Risiko verbunden. Die OP-Narben wird man Thomas Zeit seines Lebens ansehen. Diesen Kompromiss will er eingehen. Es hat auch was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, wo ich sagen tue, ich ziehe einfach mal das T-Shirt aus, gehe ins Wasser, ohne dass ich mir im Hinterkopf Gedanken machen muss, okay, da sind Blicke. Zu diesem Zeitpunkt weiß Thomas noch nicht, dass ihm große Komplikationen bevorstehen. Mit dem OP-Ergebnis zurechtzukommen ist schwierig. Die Patienten wollen oft sehr viel Gewicht verlieren. Doch das klappt nicht immer und sorgt irgendwann für Frust. Auch nach einem adipositas-chirurgischen Eingriff erreicht der Patient in der Regel nicht sein Idealgewicht. Der meiste Gewicht oder größte Gewichtsverlust ist so innerhalb der ersten 2 Jahre, teilweise 70, 80, 100 Kilo. Und bleiben bei so einem Gewicht von etwa so um die 80 bis 100 Kilo etwa stehen. Etwa 20-30% aller Patienten erreichen trotz OP nicht das gewünschte Ergebnis. Sogar Depressionen oder Essstörungen können später wieder auftreten. Und rund ein Drittel aller Operierten muss mindestens einmal pro Jahr wieder ins Krankenhaus. Schätzungen zufolge verursacht Adipositas in Deutschland jährlich Kosten von 63 Milliarden Euro. Diese Kosten tragen die Gesellschaft und die Versichertengemeinschaft. Jeder kranke Mensch hat in Deutschland das Recht, dass seine Krankheit auf Kosten der Solidargemeinschaft behandelt wird. Wir behandeln in Deutschland auch nicht wenige Patienten, die an anderen Süchten, Lifestyle-Erkrankungen, Erkrankungen, an den Folgen des Rauchens, an den Folgen des Alkohols, teilweise auch in Risikosportarten und so weiter und so fort. Und das trifft genauso die Solidargemeinschaft. Also in diesem Zusammenhang und Kontext ist aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt. Währenddessen suchen Wissenschaftler wie Anja Hilbert nach neuen Wegen in der Adipositas-Therapie. Derzeit aber, so scheint es, gibt es vor allem die OP. Es ist eine sehr effektive Therapiemaßnahme, das Effektivste, was wir aktuell haben. Deswegen auch eine, finde ich, relevante Therapieoption. Und
Die meisten Betroffenen profitieren deutlich davon. Ein Allheilmittel ist die Magenoperation nicht. Die Magenoperation ist der Startschuss für viele Patienten, die es nicht schaffen können, in ein besseres, gesünderes Leben mit wesentlich mehr Lebensqualität. Man bleibt immer esssüchtig. Das kann man vergleichen wie mit einem trockenen Alkoholiker. Ich gehe immer noch einkaufen mit vollen Taschen. Wo meine Verwandtschaft dann sagt, für wie viele Leute hast du denn wieder eingekauft? Wie lange willst du davon leben? Oh, wo ich denke, ja, stimmt. Der Kopf ist nicht mitoperiert. Der Weg nach den Operationen ist keinesfalls leicht. Thomas treffen wir einen Monat nach seiner Bauchdeckenstraffung wieder. Er hatte mit Wundheilungsstörungen und Nachblutungen zu kämpfen. Dadurch musste er nicht nur einmal, sondern fünfmal operiert werden. Es gab einen Moment, da habe ich dran gezweifelt, da habe ich mich gefragt, hast du das jetzt richtig gemacht oder hast du es nicht richtig gemacht? Durch die Bauchdeckenstraffung hat er noch einmal 11 Kilo verloren. Er geht wieder arbeiten. Und dank der Magen-OP sind Probleme mit Knie, Diabetes, Bluthochdruck und Luftnot passé. Ich sag mal so, klar, ich werde es wieder tun. Und ich habe ja auch noch einige Operationen vor mir. Das heißt, ich bin ja noch nicht komplett fertig mit meiner Umwandlung. Das heißt, als nächstes kommt dann Brust, Arme und Beine. Ich ziehe das durch aus dem einfachen Grund, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Und dieses Ziel werde ich verfolgen und werde auch bis zum Ende gehen. Franziskas Magenoperation ist inzwischen 7 Monate her. Sie hat Magenprobleme, musste deshalb noch einmal ins Krankenhaus. Es gibt immer noch Probleme mit dem Essen. Ja, die hatte ich ja relativ zeitnah, nachdem ich mit der festen Nahrung angefangen habe, habe ich die bekommen, dass ich Magenschmerzen hatte, dass mir manchmal schlecht war. Da arbeiten wir dran mit der Klinik. Ihr großes Ziel, relativ schnell schlanker zu werden, hat sie erreicht. Also vom Höchstgewicht sind es jetzt 50 Kilo, vom OP-Gewicht, das waren ja, war bei 130, sind es 40. Ich möchte noch ungefähr 15 bis 20 Kilo eigentlich abnehmen, sodass ich mich dann auch wohlfühle. Sie geht selbstbewusster einkaufen, freut sich, dass endlich die Stiefel passen, macht eine neue Ausbildung, hat mehr Selbstvertrauen. Es gibt mittlerweile einen Mann in meinem Leben, den gab es schon länger, aber wir finden zueinander gerade und das ist schon schön, ja. Und das Größte, sie kann jetzt viel befreiter etwas mit Tochter Selina unternehmen. Franziska sagt, sie würde auch anderen zur Magen-OP raten. Auch Patrick hat seine OP hinter sich und hat innerhalb eines Monats 30 Kilo verloren. Das Maßband, das vorher nicht passte, ist jetzt zu weit. Perfekt. Perfekt. Schön. Also ich weiß, dass ich mehr laufen kann. Ich bin auch ein bisschen fitter geworden. Und man merkt halt, dass man halt nicht mehr so diese Last hat. Doch die Ernährungsumstellung fällt ihm schwer. Zurzeit ist es das, was ich kriege. Mehr kriege ich auch nicht runter. Kurz nach der OP gibt es nur Flüssignahrung. Den Heißhunger hat man ja. Man hat auch Hunger, mal wieder ein richtiges Essen zu essen. Also normale Schnitzel, sage ich jetzt mal, oder eine schöne Roulade von der Mutti gekocht. Aber man weiß, dass man das nicht essen kann. Also man schafft es auch nicht. Sein großes Ziel hilft ihm, durchzuhalten. Er will wieder zurück aufs Eis. Spielen mit den alten Mannschaftskameraden. Und eine Arbeit finden, Struktur bringen in sein neues Leben. Würde er die Operation noch einmal machen? Im Rückblick nein. Da bin ich auch ehrlich, das war wirklich eine Tortur damals gewesen. Also die Operation und jetzt auch so diese Nachfolgen. Jetzt muss man halt positiv nach vorne schauen. Hätte Patrick die Wahl, er würde sein altes Leben von vornherein anders leben, sagt er. Zum Ende unserer Dreharbeiten ist Patrick in einer Klinik. Es gibt Komplikationen.